Daten. Sie hat in München an der LMU ihren Master in Populationsgenetik gemacht, war dann später hier an der Uni Zürich als Doktorandin in Evolutionsgenetik, ist dann seit 2012 an der Uni Bristol im Bereich Paleobiology tätig und hat da ein Marie Curie-Stipendium bekommen, also von europäischer Ebene aus, und war aber vorher auch mit dem SNF, vom SNF gesponsert und ist seither in der Uni Bristol tätig. Sie wird uns heute über die frühe Evolution des Lebens auf der Erde berichten und ich bin schon sehr gespannt. Willkommen. Ich freue mich sehr, hier sein zu können in Zürich und diesen Vortrag zu halten über meine Arbeit. Wenn ich ein bisschen zu schnell rede, wäre es schön, wenn ihr jemand ein Zeichen gibt, weil manchmal ich bin Lorraine an der Universität Bristol und ich beschäftige mich mit den Ursprüngen des Lebens, mit der frühen Evolution des Lebens, vor allem mit Bakterien, wie Vielzähligkeit entstanden ist und was das mit dem Anstieg von Sauerstoff in unserer Atmosphäre zu tun haben könnte. Der Vortrag heute, den habe ich aufgeteilt in drei verschiedene Teile. Zuerst werde ich über die Geschichte des Lebens reden, also ein bisschen einen Überblick verschaffen, was passiert in der frühen Evolution des Lebens. Danach werde ich über den Ursprung der Luft, die wir atmen, sprechen, also wie ist unsere moderne Atmosphäre entstanden, welche Organismen hatten daran Teil in dieser Entwicklung und am Ende eben, was Vielzähligkeit damit zu tun haben könnte. Was ich meine, wenn ich jetzt die Vielzähligkeit rede. Da werde ich dann, das ist der größte Teil, da werde ich dann auch einen Teil meiner Arbeit vorstellen, was ich herausgefunden habe und womit ich noch arbeite. Zwischen diesen verschiedenen Abschnitten werde ich immer eine kurze Pause machen. Wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, zwischendrin schon mal eine Frage loszuwerden. Die Geschichte unseres Lebens. Falls Sie Interesse an diesem Talk hatten, da war vor kurzem einen Bericht über meine Arbeit bei BBC, allerdings ist es auf Englisch, The Origin of the Air We Breathe, nachlesen, falls es interessiert hat. Das Leben heute, wir haben heute eine Vielfalt von verschiedenen Formen auf unserem Planeten, die sich an ganz unterschiedliche Umwelten angepasst haben. Also hier ein paar Beispiele, wir sehen Tiere, Pilze, Pflanzen. Eine unglaubliche Formelvielfalt. Und die, aber wann ist diese Formelvielfalt entstanden? Die war natürlich nicht immer da, die war nicht von Anfang an auf unserem Planeten. Das ist alles ein Prozess von Jahrmillionen gewesen, bis wir zu dieser Vielfalt, die wir heute sehen, kommen. Hier noch eine kurze Begriffklärung, damit wir besser folgen können. Also wenn wir uns die Zeitskala der Existenz unserer Erde anschauen, die ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt, dann haben wir diesen einen sehr langen Bereich, der zieht sich über drei große Epochen bis vor ca. 500 Millionen Jahren. Das ist das Präkambrium. Hier hinten der Teil von 500 Millionen Jahren bis heute ist das Phanerozoikum. Wenn wir jetzt die, jetzt werde ich wieder zu der Vielfalt des Lebens von heute gehen und wir gehen jetzt rückwärts in der Zeit zurück. Das heißt, wenn zum Beispiel vor 5 Millionen Jahren haben wir die Trennung ungefähr 5 bis 7 Millionen Jahren, haben sich die Linie zu den Schimpansen von der Linie zu Menschen getrennt. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, dann haben wir für ca. 130 bis 160 Millionen Jahren die Entstehung von Blütenpflanzen. Für ca. jetzt ein größerer Sprung, für ca. 480 Millionen Jahren am Anfang des Phanerozoikums haben wir die Entstehung von Insekten. Dann vor 490 Millionen Jahren die Entstehung von Landpflanzen. Und schließlich vor 500 Millionen Jahren die Entstehung von Landpilzen, wahrscheinlich aber schon viel früher. Viele dieser Gruppen haben ihre Ursprünge wahrscheinlich schon viel früher im Präkambrium. Wir wissen aber nicht genau wann. Wir wissen nicht, wann einzelne Gruppen tatsächlich entstanden sind. Also der richtige Ursprung ist noch, da gibt es eine große Debatte, darüber eine große Diskussion. Wenn wir jetzt hier, das war eine Rhetorikum, dieser kleine Teil, das hier am Ende des Präkambriums haben wir eine der besten Fossilfunde, der ältesten Fossilfunde mit so einer Vielfalt, wie wir hier sind, die Ediacara biota oder die Ediacara fauna. In dieser Fossilstätte haben wir ganz verschiedene vielzählige Formen. Hier ist ein Beispiel von so einem Fossil, das ist eine Rekonstruktion, wie diese
Welt damals ausgesehen haben könnte. Und einige dieser Formen, man weiß nicht genau, was es sein könnte, aber es könnten Tiere sein. Es gibt Diskussionen darüber, ob es vielleicht auch Pflanzen hier drin vorkommen. Auf jeden Fall ist das einer der ersten Funde, die so eine Vielfalt schon zeigen, so eine Vielfalt von verschiedenen Formen. Allerdings, was jetzt noch interessant ist, also das ist hier am Anfang des Wanderungszyklus von ca. 580 bis 530 Millionen Jahren, am Ende des Präkambriums. Was auffällt, ist, dass wir zur selben Zeit hier, das ist jetzt sehr schematisch, aber das ist hier Sauerstoff. Diese Skala hier zeigt Present Atmospheric Levels, also heutige atmosphärische Levels von Sauerstoff, also der heutige Wert des Sauerstoffs. Nehmen wir einfach an, das wäre hier, das sind ungefähr Sauerstoff heute, hat ungefähr 21% macht er aus aller Gase in unserer Atmosphäre. 78% sind Stickstoff und dann haben wir noch 1% gegen die restlichen Gase, Argon, Wasserstoff und Dioxid und so. Jetzt, was auffällt, ist, dass wir die Entstehung unserer modernen Atmosphäre oder dieser Anstieg zu Sauerstoff, zu einem Level, was unserer heutigen Atmosphäre ähnelt, haben wir eben am Anfang des Phanerozoikums, am Ende des Präkambriums. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir eben verschiedene, diese Vielfalt von Leben, was wir heute sehen, des modernen Lebens, diese vielzähligen Formen, wo die auch auftreten. Jetzt, was war aber die ganze Zeit vorher im Präkambrium? Wie sah es davor aus? Ich meine, das sind nur 500 Millionen Jahre, unser Planet ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Was war also vor dieser Zeit? Und das ist, damit beschäftigt sich meine Arbeit. Ich arbeite mit Dingen, die im Präkambrium gelebt haben und die dort, Prozesse, die dort stattgefunden haben. Ich werde jetzt nochmal, ich springe jetzt erstmal zurück an den Anfang des Präkambriums, damit wir mal durchgehen, was wir so ungefähr wissen über diese Zeit. Was ist eigentlich bekannt aus dem Präkambrium? Wir haben, also vor 4,6 Milliarden Jahren entsteht unser Planet. Am Anfang folgt eine lange Phase, 600 bis 800 Millionen Jahre, wo noch nicht unsere Erde so stabil war, sondern wir haben ständig Asteroiden und Meteoriten, die auf unserem Planeten eindonnern. Das würde Temperaturen erhöhen. Wir haben praktisch Temperaturschwankungen von, die Temperaturen gehen hoch über 110 Grad bis hoch zu 350 Grad. Ganze Ozeane, wenn sie existiert hätten, würden praktisch verdunsten. Wenn Leben zu dem Zeitpunkt existiert hätte, ist es sehr wahrscheinlich, dass es jedes Mal wieder ausgelöscht worden wäre. Deshalb hat diese Zeit auch den Namen bekommen, Hadeon, also das hadeische Eon, die hadeische Epoche, nach Hades, dem griechischen Gott der Unterwelt, weil es war anscheinend zu dieser Zeit kein schöner Ort, um zu leben. Wir haben Hinweise für die Entstehung der Kontinentalkruste oder wir haben Hinweise, dass wir Kontinentalkruste auf unserem Planeten haben, vor ca. 4,4 Milliarden Jahren. Zur Erklärung, unser Planet hat praktisch eine ozeanische Erdkruste und eine kontinentale Erdkruste. Und in der kontinentalen Erdkruste haben wir sogenannte Zirkon-Mineralien. Diese Zirkon-Mineralien hat man jetzt hier in Australien gefunden, sind 4,4 Milliarden Jahre alt. Das heißt, zu der Zeit hatten wir schon Hinweise für eine Kontinentalkruste. Die ersten Kontinente sind ungefähr schätzungsweise 3,8 oder 3,6 Milliarden Jahre alt. Heute findet man noch Überbleibsel von diesen Urkontinenten, zum Beispiel hier in Australien und hier in Kapwale in Südafrika. Also wenn man diese ganz frühen Gesteine untersuchen möchte, dann gehen die Wissenschaftler meistens hier nach Südafrika oder da nach Australien. Vor ca. 3,5 Milliarden Jahren haben wir dann Hinweise auf Leben auf unserem Planeten, die ersten Fossilien. Die wurden in Australien gefunden, aber auch in Südafrika einige, das sind kleine sphärische, kleine Kugeln oder kleine Filamente. Es gab eine Debatte um einige dieser Fossilien, aber man hat jetzt doch so viele gefunden, dass man relativ sicher sagen kann, zu der Zeit hat Leben bereits existiert, also vor 3,5 Milliarden Jahren. Das sind im Vergleich zu der Ediacara-Fauna, die wir vorhin gesehen haben, mit den schönen vielzähligen, großen, fächerartigen Formen, das sind 2 Milliarden Jahre vorher. Also was ist in der ganzen Zeit da passiert und wie sah die Atmosphäre damals aus? Wir wissen, dass die erste Sauerstoffproduktion, also der erste Sauerstoff in unserer Atmosphäre, tritt auf vor 2,4 Milliarden Jahren. Warum wissen wir das? Weil zu der Zeit finden sich sehr viele Gesteinsstücke, die eben damals nicht unter Wasser waren, sondern eben an der Luft.
die rot gefärbt sind, solche sogenannte Red Beds oder rote Sedimente, Sedimentgesteine. Die sind rot geworden, weil der Sauerstoff mit dem Eisen in dem Gestein reagiert hat und wir haben eine Ausfällung, also es ist so eine rostige Farbe und die treten eben vermehrt hier ab diesen 2,4 Milliarden Jahren ab. Und ungefähr 1,8 bis 1,6 Milliarden Jahre haben wir die ersten Fossilien von Eukaryoten oder Eukaryoten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wissen, was Eukaryoten sind. Ich habe es jetzt noch mal kurz erklärt. Eukaryoten sind Organismen mit einem echten Zellkern. Dann hören wir dazu, unsere Zellen haben alle einen echten Zellkern. Zum Beispiel hier ist jetzt ein Beispiel. Wir haben drei große Domänen des Lebens. Karl Böse hat das entdeckt. 1977 hat er zum ersten Mal die Archaea beschrieben. Und 1990 dann diese drei Domäne definiert. Wir haben hier die Eukaryoten. Die Eukaryoten, das sind wir. Weil da können wir dazu, und Pflanzen und Pilze, die haben alle einen echten Zellkern. Den sieht man hier in grün. Das wäre der echte Zellkern, ja. Und hier, das sind Bakterien und Archaea, haben keinen echten Zellkern. Das heißt, ihre Erbsubstanz liegt lose in dieser Zelle. Also es wird nicht von einer Kernhülle umschlossen, sondern es schwimmt da lose. Zusätzlich haben Eukaryoten oder Eukaryoten eben membranbegrenzte Organellen. Das sind wie hier zum Beispiel das Mitochondrien in dieser Tierzelle. Pflanzen hätten Chloroplasten, wo die Photosynthese stattfindet. Diese membranbegrenzten Organellen haben Bakterien eben nicht. Das heißt, jetzt morphologisch gesehen schauen sich Bakterien und Archaea eigentlich ziemlich ähnlich. Man weiß aber von genetischen Daten, dass die Archaea nicht zu den Bakterien gehören. Früher wurden die beiden Gruppen hier Prokaryoten bezeichnet, weil sie keinen echten Kern haben, also ein Prokaryon sozusagen. Heute weiß man, Archaea gehören nicht zu den Bakterien, sondern sind eine eigenständige Gruppe. Hier unten sieht man so ein Beispiel von einem archaischen Bakterium. Sorry. Und hier haben wir eben ein normales Bakterium. Man sieht, die sind sich sehr ähnlich auf den ersten Blick, aber wenn man sich die Erbsubstanz anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich doch nicht so nah verwandt sind. Viele Bakterien, die in extremen Habitaten leben, also besonders heiß oder besonders salzhaltig, die zählen zu den Archaea. Also es gibt auch nicht viele Archaea leben in heißen oder sehr extremen Umweltbedingungen. Und Eukaryoten, das umfasst eben hier Pilze, Pflanzen, Tiere und es gibt auch viele einzelne Formen. Und wenn wir das nochmal auf die Geschichte der Erde übertragen, dann sehen wir eben, dass Bakterien und wahrscheinlich auch Archaea schon vor 3,5 Milliarden Jahren existiert haben, wogegen Eukaryoten erst vor ca. 1,8 bis 1,6 Milliarden Jahren entstehen. Jetzt, ich hatte es ja schon erwähnt, aber wo kam jetzt die Luft her, die wir auf einmal dann am Ende des Krikantiums haben wir fast schon, ich hatte ja erwähnt, dass da die Luft fast auf heutigem Level ist, oder es gab natürlich schon noch Fluktuationen, aber wir hatten schon relativ viel Luft in der Atmosphäre. Aber was war vorher mit der Luft und woher kam diese Luft, wenn wir, woher kam diese Luft? Hier mal ein Beispiel, also Sauerstoff, woher kommt der Sauerstoff? Hier haben wir, das ist die Erde, hier habe ich ein Mars. Sauerstoff ist das Element, was unseren Planeten verändert hat. Mars hat wahrscheinlich vor 4,6 Milliarden Jahren, gibt es Hypothesen oder Leute vermuten, dass Mars gar nicht so ein ungemütlicher Planet war. Und es könnte sogar möglich gewesen sein, dass wir dort Ozeane gehabt hätten und eventuell auch Leben. Also was ist passiert? Weil heute schaut Mars nicht mehr so schön aus und natürlich nicht so schön wie unsere Erde und hat nicht diese komplexe Vielfalt an Leben, die wir haben. Die Antwort ist Sauerstoff. Sauerstoff war wahrscheinlich nie vorhanden auf Mars. Auf unserer Erde ist Sauerstoff verantwortlich dafür, dass wir eine Ozonschicht haben, die eben auch schützt vor schädlicher UV-Strahlung. Sauerstoff ist auch alle Energiegewinnungen, also praktisch Organismen, die wenn sie Energie gewinnen. Diese Prozesse benötigen alle Sauerstoff. Das heißt zum Beispiel Pflanzen haben sauerstoffproduzierende Photosynthese, die ist viel effizienter als Fermentation oder Gärung, solche Dinge. Tiere haben aerobe Zellatmung. Das heißt, in der Photosynthese wird Sauerstoff produziert als Nebenprodukt, in der aeroben Zellatmung wird Sauerstoff verwendet für die Atmung. Das sind die zwei, es gibt natürlich auch eine anaerobe Zellatmung ohne Sauerstoff und es gibt auch eine anaerobe Photosynthese, wo kein Sauerstoff produziert wird, sondern Schwefel. Aber die sind nicht so effizient. Das heißt, Sauerstoff, um wirklich effiziente Prozesse zu haben,
braucht man Sauerstoff, besonders viel Energie zu gewinnen. Und dadurch haben wir diese komplexe Vielfalt an Leben, was wir heute eben ausgeben. Wenn wir uns jetzt die Evolution oder anschauen, wie Sauerstoff auf unserem Planeten, wie viel Sauerstoff vorhanden war in der Geschichte unseres Planeten, dann gibt es drei unterschiedliche Phasen, könnte man sagen. Das ist auch wirklich nur schematisch dargestellt. Aber wir haben eine erste lange Phase durch das ganze Erdreichen bis zu 2,4 Milliarden Jahren, wo Sauerstoff so gut wie gar nicht vorhanden ist in der Atmosphäre. Also Sauerstoff hat vielleicht seine Randerscheinung, also wirklich nur ein Spurenelement. Ein Spurengas. Vor 2,4 Milliarden Jahren haben wir auf einmal den ersten Anstieg von Sauerstoff. Und nicht nur lokal, sondern wahrscheinlich sogar global. Es ist nicht viel Sauerstoff. Sauerstoff wird immer noch sehr, sehr gering sein. Aber zum ersten Mal ist Sauerstoff als ein messbares Element vorhanden in unserer Atmosphäre. Das geht auch durch das ganze Proterozoikum weiter. Natürlich wahrscheinlich mit Schwankungen, aber es ist ein bisschen Sauerstoff da. Und dann eben am Ende des Präkambriums haben wir diese dritte Phase, wo Sauerstoff sich dann schon modernen Leveln annähert. Hier, und das ist jetzt natürlich jetzt die Frage, was ist hier passiert? Das wird oft als die große Sauerstoffkatastrophe bezeichnet. Das liegt daran, weil die ganzen Organismen, die vorher auf unserem Planeten gelebt haben, es waren Organismen, die Sauerstoff gar nicht gewohnt waren. Sauerstoff kann aber toxisch sein. Darum wird oft auch davon gesprochen, es könnte sein, dass viele der Organismen, die damals gelebt haben, ausgestorben sind, als so viel Sauerstoff auf einmal auf der Erde vorhanden war. Dinge, man weiß es nicht, aber es könnte sein. Also man versucht es herauszufinden. Und dann hier eben, allerdings ist es auch nicht so, auf einmal war Sauerstoff da, sondern es gibt immer mehr Hinweise, dass Sauerstoff schon viel früher produziert wurde, vielleicht schon vor 3 Milliarden Jahren. Allerdings keinen globalen Effekt hatte. Das heißt, Sauerstoff ist nur lokal in sozusagen lokalen Oasen entstanden. Wie kleine Sauerstoffoasen, wo ein bisschen Sauerstoff entstanden ist, aber es hat keine Auswirkungen auf die ganze Atmosphäre gehabt. Also es war nicht, es ist kein globales Event gewesen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was für Organismen in diesen verschiedenen Phasen auf unserem Planeten gelebt haben, dann haben wir im Archaikum, also vor 2,4 Milliarden Jahren, anaerobe Organismen, anaerobe Bakterien, anaerobe Archaea, also Organismen, die keinen Sauerstoff benötigen. Und wir haben dann nach der großen Sauerstoffkatastrophe eben Bakterien, die Sauerstoff produzieren, wie Blaualgen oder Eukaryoten treten dann eben auch hier auf, vor ca. 1,8 Milliarden Jahren. Oder Organismen, die Sauerstoff tolerieren können, den vielleicht nicht brauchen, aber sagen, okay, ich habe aber Schutzmechanismen, die Enzyme, die mich dafür schützen, dass der Sauerstoff meine Erbsubstanz angreift. Und dann am Ende eben des Verlaufs diese vielzähligen Eukaryoten. Jetzt ist die Frage, was genau hat jetzt diesen ersten Anstieg an Sauerstoff ausgelöst? Die Antwort sind Cyanobakterien. Wir wissen, dass Pflanzen zu der Zeit noch nicht existiert haben. Pflanzen sind Eukaryoten, die sind viel später entstanden. Die einzigen Bakterien, die Sauerstoff produzieren können, sind Cyanobakterien. Ich arbeite mit Cyanobakterien, sehr viel. Also das ist jetzt mein Organismus. Und Cyanobakterien wurden früher oft als Blaualgen bezeichnet. Das findet immer noch Verwendung. Warum? Weil sie Algen sehr ähnlich sehen, weil sie auch diese grüne, blaue Farbe haben, grün, blau, Cyan. Hier, das ist ein Beispiel, das hat vielleicht jeder schon mal gesehen, wenn der See sich so grün färbt, das ist dann wahrscheinlich ein Cyanobakterienblum, eine Blaualgenblum. Das heißt, die vermehren sich ganz rapide, ganz schnell, weil viele Nährstoffe da sind. Und dann kann der See so eine grüne Färbung bekommen. Wenn das jetzt die falschen, das gibt es verschiedene Organismen, wenn das Mikrozystis ist, kann es sogar giftig sein, also es ist nicht gut für den See, aber sowas kennt sicherlich jeder und das sind oft Cyanobakterien. Hier sehen wir auch nochmal so eine Cyanobakterien von einem Satellitenbild. Und das hier wäre einfach ein Beispiel von einem Cyanobakterium. Also es ist wie so eine Perlenkette, die verschiedenen Zellen. Und es sieht sehr, sehr ähnlich wie eine Alge aus. Also man versteht, warum Menschen, warum Wissenschaftler früher dachten, es wären Algen oder es wären Pflanzen. Daher Blaualgen. Und in England, ich weiß nicht, ob es das hier in der Schweiz gibt, aber in England gibt es Spirulina, das ist ein Cyanobakterium hier. Das ist wie eine Spirale, so schaut das aus. Das gibt es sogar zu kaufen im Tesco. Das nehmen Menschen dann für, es hilft vielleicht gegen irgendwas.
Also so ein esoterisches Heilmittel oder so. Ich hätte gerne eins mitgebracht zum Zeigen, aber es sind leider sehr teuer, darum irgendwie auch ein Beispiel. Und wie wird dieser Sauerstoff produziert von den Cyanobakterien? Sie betreiben Photosynthese, die Pflanzen auch. Und wir haben natürlich Sonnenlicht und Kohlendioxid wird umgewandelt in organisches Material, organische Energie. Und dabei entsteht Sauerstoff als Abfallprodukt sozusagen. Dieser Sauerstoff wird jetzt aber nicht sofort in die Atmosphäre freigegeben, sondern wird wiederverwendet von anderen Organismen, die eben den in ihrer Zellatmung verwenden. Das heißt, im Sauerstoff tatsächlich, damit er sich in der Atmosphäre anreichert, wie das, was wir vor 2,4 Milliarden Jahren gesehen haben, muss ein Teil des organischen Energie, die produziert wurde, muss gespeichert werden, also vergraben werden, als Fossilien oder so, luftig abgeschlossen. Und dann kann die nicht weiterverwertet werden in der Zellatmung und damit entsteht dann Sauerstoff in der Atmosphäre. Also so ist das damals so passiert. Hier jetzt ein Beispiel, wie Cyanobakterien aussehen. Das ist jetzt, Cyanobakterien wachsen oft in Matten, in Bakterienmatten. Das ist eine ganze Community von verschiedenen Bakterien, eine ganze Gemeinschaft von verschiedenen Bakterien. Wir haben hier, das hier sind Cyanobakterien, diese grüne Farbe, wegen der Photosynthese. Hier oben in der Matte haben wir viel Sauerstoff, hier unten haben wir Schwefelbakterien, die sind eher so schwärzlich. Und hier unten wäre die Matte wahrscheinlich sogar ohne Sauerstoff. Also in der Matte selber ein Sauerstoffgradient, da leben ganz unterschiedliche Organismen zusammen, arbeiten zusammen genau. Solche Bakterienmatten können jetzt solche Strukturen formen. Das sind Stromatolithe. Das hier ist ein Bild aus Australien, Shark Bay. Und diese Stromatolithe, das sind Gesteinsäulen, Kalksäulen. Da wird Kalk ausgefällt von den Bakterien und zusätzlich aber Sediment auch eingelagert. Und über Jahrtausende wachsen dann diese Gesteinssäulen nach oben. Oben ist die aktive Bakterienmatte, die will natürlich ans Licht und dann wächst es nach oben. Und vorne sind diese Stromatolithen. Und die gab es wahrscheinlich, bevor Eukaryoten und andere Organismen auftreten und diese Bakterienmatten nur regelmäßig wegessen oder vielleicht es muss sehr still sein, damit sich diese Kolumnen formen können, weil wenn da jetzt viele andere Organismen sind, dann wird sie nicht über Jahrtausende so ein Gesteinsblock nach oben wandern, sondern der wird zerstört werden durch Tiere, die drauf trampeln, zu viel Fluktuation im Wasser. Genau, aber bevor jetzt größere Organismen entstanden sind, hatten wir wahrscheinlich, unser Planet hatte sehr viele Stromatolithe, sehr weit verbreitet. Das hier ist zum Beispiel ein fossiler Stromatolith, ein Querschnitt. So schaut es aus, also wir haben hier so Schichtungen. Diese Schichtungen sind eben, weil je nach Jahreszeit sind andere Sedimente da, wird ein bisschen was anderes eingelagert, dadurch kriegen sie so eine Schichtung hier. Und wenn man sowas in einem Gestein findet jetzt, da wäre ein guter Ort, um zu schauen, haben wir doch vielleicht auch fossile Bakterien drin. Und das hier ist mal ein Beispiel, was für Bakterien man dann darin finden kann. Das sind jetzt fossile Cyanobakterien verschiedenen Alters. Und man hat hier, das sind die fossilen Formen, die sind jetzt den modernen lebenden Formen gleich gegenübergestellt. Hier, das sind, und was man sieht, ist, dass die Cyanobakterien eigentlich auch eine ganz schöne Formenvielfalt haben für Bakterien. Relativ viele vielzellige Formen hier auch, die eben die Fossilien. Was auch interessant ist, dass sie sich so ähnlich sind. Das sind alles jetzt Fossilien von dem Präkambrium. Also sie schauen modernen Bakterien doch sehr, sehr ähnlich. Also wir haben gesehen, es sind viele vielzellige Cyanobakterien bereits vorhanden, auch als Fossilien. Und hier in modernen Cyanobakterien haben wir eben diese, das ist nur ein Beispiel der Formenvielfalt, die wir sehen. Also man denkt bei Bakterien vielleicht oft, ich habe es ja vorhin gesagt, dass sie oft für eigen gehalten wurden, weil sie eben diese vielzelligen Formen aufweisen. Und nicht nur das, wir haben auch eine ganz schöne Vielfalt an verschiedenen Formen. Also hier Larvae, da Spirulina, das Trichobezium. Und sicherlich schauen Cyanobakterien jetzt nicht so, sind sie nicht so komplex wie Tiere heute oder wie Pflanzen, aber sie haben doch einige Merkmale, die sie mit allen vielzelligen Organismen teilen. Das sind zum einen Zell-Zell-Zusammenhalt, also dass die Zellen kleben bleiben, Adhäsion, Zelladhäsion, gerichtetes Wachstum, also nicht wie jetzt eine Bakterienkolonie, die Zellen teilen sich nicht in alle Richtungen, sondern sie wachsen immer in einem gerichteten Bild, diese Filamente formen sich.
Eine extrazelluläre Hülle, also viele Tyrannobakterien haben eine extra Hülle außenrum, die es ermöglicht, dass Zellen über lange Distanzen miteinander kommunizieren können. Also nicht nur Nachbarzellen, sondern auch über längere Distanzen. Und das ist auch, Tyrannobakterien haben Zellen, können Zellen formen oder können bestimmte Zellen sagen, praktisch die töten oder auslösen, dass die sterben. Das sind sogenannte nigridische Zellen, Nigridia. An der Stelle diese Zellen sterben und an der Stelle teilt sich dann das Filament. Das ist eine Form von der Verbreitung, wie sie sich eben vermehren können. Das ist aber auch etwas, was man nur in vielzelligen Organismen sieht. Logisch. Ein Einzeller will natürlich nicht sterben. Würde sowas nicht entwickeln. Und sie haben auch die Zellspezialisierung. Das ist jetzt etwas, was das sind die, ja, das ist sehr beeindruckend für frühe Bakterien. Also hier, das ist so eine spezialisierte Zelle, eine Heterozyste nennt sich das. Cyanobakterien betreiben ja Photosynthese, da entsteht Sauerstoff und der Sauerstoff verhindert aber die Stickstoffaufnahme. In den Heterozysten, das sind jetzt Stickstoffkraftwerke der Cyanobakterien, die untergehen, die verändern sich morphologisch sehr stark, die Zellwand wird dicker hier und dann kann kein Sauerstoff in die Zelle eindringen. Weil sie sich aber so sehr verändern, können sie sich jetzt nicht mehr teilen. Das heißt, sie geben sich praktisch auf, das ist, sie opfern sich für den ganzen Organismus. Also es ist eine Zellspezialisierung, wie man sie sonst nur bei Tieren oder bei Eukaryoten sieht. Also es ist ziemlich beeindruckend für ein Bakterium. Und hier sehen wir eben ein paar von diesen Heterozysten, die verlieren dann auch ihre grüne Farbe, weil eben keine Photosynthese mehr betrieben wird. Hier sind die anderen Zellen. Was es jetzt auch noch gibt in Cyanobakterien, sind Akineten. Das sind Sporen, die können sich formen, wenn jetzt Umweltbedingungen schlecht sind, damit sie schlechte Umweltbedingungen länger überdauern können, also Überdauerungsstarken. Wenn dann wieder bessere Bedingungen da sind, dann schlüpfen aus den Akineten neue kleine Filamente und die Population wächst wieder. Und diese Vielfalt an Cyanobakterien haben Leute jetzt in der Wissenschaft in den 70er Jahren aufgeteilt in morphologische Gruppen, also nach der Form in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und da haben wir eben hier einzellige Cyanobakterien in Gruppe 1 und 2, wir haben vielzellige, einfache Filamente in der Gruppe 3 und hier diese Zellen, die auch schon Zellspezialisierung haben oder teilweise sogar schon verästelt wachsen, also wie wirklich, wie Algen, in der Gruppe 4 und 5. Wenn man sich jetzt die Fossilien anschaut von Cyanobakterien, dann kann man diese Gruppen tatsächlich auch in den Fossilien wiederfinden und die gehen weg, gehen zurück bis tief ins Präkambrium, also hier, das ist ein Fossil, was zum Beispiel 1500 Millionen Jahre ist. Man kann es aber sehr deutlich, das ist den modernen Cyanobakterien sehr ähnlich. Andere hier sind 850 Millionen Jahre alte Spirulina oder eben hier auch schon so noch diese spezialisierten Zellen. Jetzt, das ist nun mal ein Ausschnitt von Fossilien in dem Präkambrium. Das Problem ist allerdings, dass Fossilien werden nicht, die sind nicht durchgehend in allen Gesteinen da, sondern die werden immer mal hier gefunden, dann mal wieder da. Zwischendrin sind auch große Lücken. Und natürlich ist das Problem, dass viele Fossilien, vor allem die älteren, vor allem diejenigen vor der großen Sauerstoffkatastrophe, kann man nicht genau zuordnen. Man weiß nicht, was für Bakterien waren das jetzt eigentlich. Und man braucht neue Methoden, um herauszufinden, wie könnten wir diese Bakterien bestimmen oder wie wüssten wir, was damals schon vorhanden war, was schon gelebt. Jetzt hier diese jüngeren Fossilien, hatte ich vorhin ja gezeigt, da sind eben viele, die man sehr gut zuordnen kann, weil die morphologisch so gut erhalten sind, dass man die modernen Cyanobakterien recht gut zuordnen kann. Also ich meine hier Spirulina und Kalifornema, das Fossil sehen sich eben sehr, sehr ähnlich. Und das findet man sonst auch nicht so oft, diese Spiralform. Jetzt brauchen wir neue Methoden, wie könnten wir jetzt herausfinden, was damals gelebt hat oder dann eben auch sagen, wann haben Cyanobakterien vor der großen Sauerstoffkatastrophe schon gelebt? Wie lange davor schon? Das sind alles Fragen, die man eben nicht nur mit Fossilien klären kann. Ich arbeite mit phylogenetischen Bäumen, das heißt, ich versuche jetzt die Erbsubstanz von modernen, von heute lebenden Organismen anzuschauen, von Cyanobakterien und anderen Bakterien, und zurückzuverfolgen, wie sind die miteinander verwandt und wie sind verschiedene Vorfahren entstanden von diesen Cyanobakterien. Die Idee, solche Bäume zu bauen, gab es schon sehr früh. Also hier ist ein Bild einer der ersten Bäume von Ernst Haeckel, 1866. Das ist jetzt natürlich kein Baum, der auf
Erbsubstanz beruht, sondern das ist ein Baum, der auf morphologischen Ähnlichkeiten beruht. Aber er hat damals eben schon versucht, einen Baum des Lebens zu bauen, sozusagen, der alles miteinander verbindet. Tiere, Einzeller und Pflanzen, natürlich aber alles Eukaryoten. Bakterien sind da noch nicht dabei. Ich glaube, hier unten ist noch näher. Naja, auf jeden Fall hier, so funktioniert ein Baum. Also das ist nur mal ein Beispiel. Hier zum Beispiel diese zwei Primatenarten sind natürlich, haben einen gemeinsamen Vorfahren, der jünger ist als der Vorfahre zu einem Huhn. Und dieser Vorfahre hat vielleicht morphologisch jetzt eigentlich die Gemeinsamkeit, dass er auch schon einen Daumen hat, den er abspreizen kann, gegenüberstellt. So hat es damals funktioniert. Heute würden wir genomische Erbsubstanz anschauen und schauen, was für Ähnlichkeiten haben wir in Gruppen und welche Gruppen teilen bestimmte Ähnlichkeiten und dann eben einen Baum bauen, der auf der Ähnlichkeit der Erbsubstanz beruht. Das hier ist ein moderner Baum des Lebens von 2005. Dann haben wir auch die drei Gruppen Bakterien, Archaea, Eukaryoten. Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich Fragen zwischendrin erlaube. Das habe ich völlig vergessen. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja? Ja, bezüglich der roten Felsen, die Sie gezeigt haben, dass Sauerstoff dann produziert wurde. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Wie kann man genau messen, dass nicht vielleicht später die Felsen rot gefärbt werden? Das ist oft, weil man sich diese Felsen, wenn man sie findet, dass, wenn es jetzt nur die Oberfläche wäre, dann könnte es später passiert sein, aber wenn es jetzt mittendrin im Felsen ist, ist es halt natürlich, ich bin kein Geologe. Also du kannst gerne einschreiten und mich verbessern, aber man kann die Gesteine ja datieren und wenn man jetzt natürlich nicht an der Oberfläche schaut, sondern im Gestein, dann kann man das Alte bestimmen und sagen, also es wurde damals schon geklappt. Was verstehen Sie unter Stickstoffkraftwerken? Das war jetzt in Cyanobakterien, ich habe das jetzt so übersetzt, also Stickstoffkraftwerke, die Heterozysten, diese Zellen sind eben, Cyanobakterien sind eine der wenigen Organismen, die Stickstoff binden können. Das können nicht viele Organismen. Das heißt, Stickstoff, der frei umschwebt, kann von Cyanobakterien gefunden werden und eingebaut werden in Proteine oder Aminosäuren in Proteinen. Und das können diese Heterozysten machen. Da gibt es ein Enzym, das heißt Mikrogenase. Das hilft, diesen Stickstoff einzubauen, umzuwandeln. Das ist ein Photosystem. Das ist kein Photosystem. Das ist eben nur Nitrogenase. Das muss von Sauerstoff isoliert sein. Weil Sauerstoff, dieses Enzym, Nitrogenase, wird von Sauerstoff zerstört. Das heißt, wenn Sauerstoff vorhanden ist, können diese Zellen keinen Stickstoff binden. Und darum haben diese Heterozysten sich eben abgeschirmt mit einer besseren Zellwand und innen drin findet die Stickstoffbindung statt und außen in den anderen Zellen Photosynthese. Das heißt, diese Zellen haben keinen Sauerstoff drin. Darum habe ich es jetzt als Stickstoffkraftwerk gezeigt. Also ohne Licht würde es... Ohne Licht und ohne Sauerstoff, sondern einfach nur, genau, mit einem anderen Enzym. Aber es gibt Photosynthese ohne Sauerstoff? Ja, es gibt viele Bakterien, die Photosynthese betreiben. Also Cyanobakterien sind die einzigen Bakterien, die Sauerstoff produzieren bei der Photosynthese. Es gibt viele andere Bakterien, die auch Photosynthese betreiben. Aber da wird eben nicht Wasser verwendet als hier, Cyanobakterien nehmen ja Wasser, Kohlendioxid und Licht und dann wird eben Energie hergestellt oder Kohlenhydrate hergestellt und Sauerstoff verloren. Andere Bakterien würden jetzt Schwefelwasserstoff nehmen und dann würde nicht Sauerstoff abgegeben werden, sondern Schwefel. Und weil CO2 irgendwie eine starke Bindung ist, ist das ein energiereicher Prozess und deshalb was günstiger? Nee, nicht mit CO2. CO2 verwenden die anderen auch, sondern hier ist das Wasser. Das Wasser ist eben Elektronenbrummer. Elektronenbrummer? Genau. Genau, und ist eben ein Donor. Also es gibt Elektronen ab während dem Prozess. Und das ist eben Wasser, ist da funktioniert viel besser als Schwefelwasserstoff. Also viel effizienter. Es entsteht mehr Energie. Am Ende wird die Energie gemessen in ATP, das ist ein Molekül, was entsteht. Und daran kann man messen, wie energiereich dieser Prozess ist. Und eben die sauerstoffproduzierende Photosynthese hat 16 ATP und das andere hat viel weniger. Ich weiß nicht genau, aber wissen Sie es? Ich glaube 4 oder 8, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall viel weniger. Und das ist auch, deshalb glauben ja Leute, dass Sauerstoff wichtig ist, um eben komplexe Organismen zu formen, weil die brauchen viel Energie und viel Aufwand, um diese ganzen verschiedenen Spezialisierungen eben auch zu unterstützen, Zellspezialisierungen und so. Genau.
Noch andere Fragen? Gehe ich jetzt erstmal weiter. Genau, also jetzt wieder zurück zu den phylogenetischen Bäumen. Ich habe jetzt, das ist jetzt meine Arbeit, ich habe, ja, es gibt, wir Wissenschaftler haben Datenbanken, wo eben Erbsubstanzinformationen gesammelt werden. Das ist sehr praktisch, weil die kann man dann eben nochmal analysieren. Das heißt, es gibt ein Gen, ein ribosomales Gen, das ist also ein sehr stark konserviertes Gen, also das sind wenig Veränderungen in allen Arten, in allen Organismen, weil es sehr, sehr wichtig ist, hat einen sehr essentiellen Vorgang in der Zelle, den es unterstützt. Das heißt, wenn da eine Mutation auftritt, ist das überhaupt nicht gut, das soll genauso bleiben, wie es ist. Es sind natürlich trotzdem, haben sich Mutationen angereichert mit der Zeit und die kann man jetzt verwenden, um herauszufinden, wie sind jetzt verschiedene Arten miteinander verwandt, weil das Gen ist immer noch so ähnlich in ganz unterschiedlichen Arten, aber hat trotzdem ein bisschen Unterschiede. Dieses Gen habe ich jetzt von 1220 Cyanobakterien, die in einer Datenbank vorhanden waren, eben genommen und diesen Baum gebaut mit diesem Gen. Ja? Geschaut, wie verbindet dieses Gen verschiedene Arten mit Cyanobakterien. Und wir haben wieder die verschiedenen Formen von Cyanobakterien, hier Einzeller in Gelb und Orange und Vielzeller in Grün sind die einfachen Vielzeller und hier in Blau und Rosa eben die eine Zellspezialisierung haben, also wo wir die Heterozysten haben. Und was man hier sieht, das hier wäre jetzt eine Außengruppe. Also das heißt, wenn man sich jetzt so einen Baum anschaut, dann braucht man natürlich, muss man immer sehen, wo war denn der Ursprung dieser Gruppe. Zum Beispiel, wenn wir hier unsere Primaten anschauen, dann wissen wir, die haben natürlich einen gemeinsamen Vorfahren irgendwann. Und ein Huhn würde uns sagen, wo war denn dieser gemeinsame Vorfahre in diesem Baum der Primaten? Eine Maus auch. Es muss kein Huhn sein. Nur ein anderer Organismus. Und wir wissen, der gehört nicht zu dieser Gruppe. Selber habe ich hier auch gemacht, dass hier dieser lange Ast hier, das ist eben die Außengruppe. Diese Dinger hier, das nennt man Äste, weil man eben diese Analogie am Baum, muss das hier Äste. Und was man jetzt aber sieht, ist, also wenn wir jetzt denken, dass hier der Anfang war von der Gruppe von Cyanobakterien, dann sehen wir, dass es kein so schöner Übergang ist, wie man jetzt denken würde. Also weil wir haben nicht Einzeller, dann haben wir Vielzeller und dann haben wir Zellspezialisierung. So einfach war es nicht, sondern wir sehen, dass wir hier sehr früh schon vielzellige Formen haben, also sehr nahe zu dieser Wurzel von dem Baum, also zu der Außengruppe. Und hier später dann eben auch, dass hier haben wir mal Einzeller, dann wieder Vielzeller, dann wieder Einzeller. Also die einzelnen Gruppen, morphologischen Gruppen formen jetzt keine eigene Gruppe, außer jetzt vielleicht hier diese spezialisierten Zellen, die sind alle hier auf einer Seite, die haben alle irgendwo hier einen gemeinsamen Vorfahren. Jetzt ist der Baum aber viel zu groß und man kann nicht viel daraus lesen. Darum habe ich ein paar Arten rausgenommen und eben einen kleineren Baum rekonstruiert. Hier sehen wir genau dasselbe. Hier unten wäre, das habe ich jetzt entfernt, aber hier unten wäre die Außengruppe. Das heißt, hier ist der letzte gemeinsame Vorfahren von Cyanobakterien und da geht es eben, hier sind verschiedene Vorfahren an. Immer diese Knotenpunkte sind ein Vorfahren und da haben sich dann diese Gruppen abgespalten. Und hier sehen wir eben auch sehr schön, dass diese spezialisierten Zellen, die haben anscheinend einen gemeinsamen Vorfahren, der irgendwo hier gelebt hat. Und dann haben wir hier aber trotzdem, der Rest des Baums ist völlig durcheinander. Wir haben hier vielzellige Arten, einzellige Arten, vierzellige Arten und so weiter. Also es ist nicht so, dass alle Einzeller gemeinsam verwandt werden, sondern manche Einzeller sind mehr zu einem vielzelligen Cyanobakterien verwandt und so weiter. Jetzt habe ich versucht zu rekonstruieren, können wir denn vielleicht Aussagen machen, wie die Vorfahren aussahen von Cyanobakterien? Können wir vielleicht feststellen, wann Vielzelligkeit entstanden ist in diesem Baum von Cyanobakterien? Ja, ich habe das hier, das sind so Pie-Charts, das ist ein bisschen was mit Statistik zu tun. Das sagt mir, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Knotenpunkt hier vielzellig oder einzellig war. In schwarz habe ich jetzt markiert alle, die vielzellig sind und in gelb alle, die einzellig sind und dann rekonstruiert, wie wahrscheinlich ist es, dass bestimmte Vorfahren vielzellig oder einzellig waren. Und in Cyanobakterien sieht man, dass wir sehr früh eben einen Übergang zu vielzelligen Formen haben. Also hier, damit das ein signifikantes Ergebnis ist, müssten wir sagen wir mal schon, also es müssten schon mehr als 0,8 oder so oder 0,9 eben idealerweise Prozent darauf hindeuten, dass sie vielzellig sind. Das haben wir eben hier sehr früh, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir vielzellige Vorfahren haben von Cyanobakterien. Und die Frage ist jetzt, können wir denn sagen, wann genau
Ach ja, und zusätzlich, was auch interessant ist, sehen wir aber auch, dass viel Zellulose mehrmals verloren wurde. Also die meisten Anentiobakterien, die heute leben, stammen von einem sehr uralten, vielzelligen Form ab. Aber viele der Enterobakterien, die heute einzellig leben, haben diese Form erst später angenommen. Also haben praktisch Vielzelligkeit wieder verloren irgendwann. Jetzt ist die Frage, können wir das vielleicht zeitlich ein bisschen einschränken? Wir haben vorhin die Fossilien gesehen. Können wir diese Fossilien benutzen, um irgendwie zu versuchen zu rekonstruieren, wann haben denn diese vielzelligen Vorfahren von Enterobakterien gelebt? Es ist zum Beispiel möglich mit sowas hier, das ist jetzt ein Fossilbeispiel, das ist eine Akinete, eine von diesen Überdauerungsstadien, und die kommen eben nur hier in diesen spezialisierten Cyanobakterien vor, und die können wir dann nehmen, die ist 2 Milliarden Jahre alt, und sowas können wir dann zum Beispiel nehmen und sagen, also der letzte Vorfahre von dieser Gruppe muss gelebt haben vor 2 Milliarden Jahren, vielleicht sogar früher. Und wenn wir das jetzt mit verschiedenen Punkten machen in dem Baum, dann können wir vielleicht Zeiten rekonstruieren, wann verschiedene Vorfahren gelebt haben. Das habe ich gemacht und hier sehen wir jetzt wieder in Gelb einzellig und in Schwarz vielzellig. Ich habe die Namen jetzt mal entfernt, weil die nicht so wichtig sind. Nur dass wir sehen, hier ist eben der erste vielzellige Cyanobakterium, ist hat hier unten gelebt. Und wenn wir das jetzt hier abgleichen mit der Zeit, dann ist das ungefähr lange vor der großen Sauerstoffkatastrophe. Und Cyanobakterien scheinen sehr, sehr früh entstanden zu sein. Vielleicht sind sie sogar schon bei den frühesten Organismen dabei, die auf unserem Planeten gelebt haben. Wenn das so war, dann ist jetzt natürlich die Frage, wenn Cyanobakterien so früh entstanden sind, warum gab es nicht schon viel früher diese große Sauerstoffkatastrophe? Warum hat es so lange gedauert, bis Sauerstoff global sich angereichert hat? Ideen sind, dass es vielleicht Sauerstofffallen gab, also Vulkane damals, die produzieren reduzierte Gase, diese Gase reagieren mit Sauerstoff. Und das wird man nennt das Sauerstofffallen, also da wird Sauerstoff weggezogen aus der Atmosphäre. Also es kann sein, dass der Sauerstoff erstmal mit diesen Gasen reagiert hat. Eine andere Studie hat herausgefunden, dass Eisen, gelöstes Eisen im Wasser, hemmt das Wachstum von Cyanobakterien und auch die Photosynthese. Also hier, das sind jetzt so Graphen, eben wo wir hier sehen wir das Wachstum von Cyanobakterien, das sind verschiedene Konzentrationen von Eisen, die steigen an und wir sehen, dass je höher der Eisenwert, desto weniger wachsen Cyanobakterien. Dasselbe gilt hier für die Photosynthese, das ist hier mit Photosynthese gemessen. Je mehr Eisen, desto weniger Photosynthese. Also könnte Eisen, was in den Ozeanen gelöst war, vielleicht das Wachstum von Cyanobakterien gehemmt haben? Oder könnte Vielzelligkeit eine Rolle spielen? Wir haben gesehen, Vielzelligkeit ist sehr früh entstanden in Cyanobakterien, vielleicht vor der großen Sauerstoffkatastrophe. Was könnte Vielzelligkeit denn bewirkt haben? Eine Idee ist, das ist jetzt mal so eine Rekonstruktion, ja, das habe ich hier gemalt, das ist nicht sehr schön, aber das soll ein Stromatolith sein. Ja? Also das hier ist jetzt ein Stromatolith, oben haben wir eine Bakterienmatte, das sind eben hier Einzeller und Vielzeller und das sind die Endkörnchen. Und das ist jetzt hier im Aquarium und weil wir noch keine Ozonschicht haben, also ist noch kein Sauerstoff da, haben wir natürlich auch UV-Strahlung, UVC-Strahlung, die heute abgeblockt wird. Die könnte damals natürlich solche Matten geschadet haben, wenn jetzt Organismen Photosynthese betreiben und Sonnenlicht brauchen, aber gleichzeitig von UVC geschädigt werden, ist das nicht so gut. Cyanobakterien haben jetzt den Vorteil, dass sie vielzellige Cyanobakterien sind oft beweglich, also die können sich in der Bakterienmatte so ausrichten, dass sie zum Beispiel, sie können sich auch vertikal ausrichten, damit sie nicht so viel Licht abbekommen oder so viel UVC. Sie können auch wandern in der Bakterienmatte, wenn zu viel schädliches UVC ankommt, könnten sie runterwandern. Also Beweglichkeit scheint ein Vorteil zu sein für vielzelligen Cyanobakterien. Ein anderer Vorteil ist, dass vielzellige Cyanobakterien, weil wir eine größere Oberfläche haben, ist natürlich auch, gibt es mehr Möglichkeiten, sich festzuheften auf neuen Untergründen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit, neue Matten zu formen. Also als erste, man kennt heute Cyanobakterienarten, die eben als erste so eine Matte gründen. Also erstmal setzt sich ein Cyanobakterium fest, dann kommen andere Bakterien dazu. Das Cyanobakterium produziert sich hier so ein Gel, so ein Gelee-formige Masse. Ist auch wieder gut für die anderen Bakterien zu nehmen. Und so entsteht dann eine Matte, die wächst dann langsam. Es kommen immer mehr Organismen dazu. Und solche Vorfälle können Cyanobakterien geholfen haben, sich eben mehr zu vermehren und dann eben einen größeren Einfluss zu haben auf die Sauerstoffproduktion, einfach weil wir so viel mehr Cyanobakterien haben, weil so viel mehr Cyanobakterien auf dem Planeten vorhanden sind,
haben wir dann eben mehr Sauerstoff, der produziert wird. Und vielleicht könnte das dann das Ausschlaggebende gewesen sein, was eben dann diese große Sauerstoffkatastrophe eingeleitet hat. Wenn ich das jetzt nochmal alles zusammenfasse, was ich hier jetzt so gesagt habe, ganz kurz, dann wissen wir eben, dass wir über 2 Milliarden Jahre haben wir dominiert Bakterien auf unserem Planeten, Bakterien und Archaea. Die Luft, die wir atmen, wir sind vor 2,4 Milliarden Jahren, haben wir die erste große Sauerstoffkatastrophe durch Cyanobakterien ausgelöst, die eben zum ersten Mal unsere Atmosphäre drastisch verändert hat und ausschlaggebend war für die Entwicklung der Eukaryoten auch. Und es könnte wahrscheinlich sein, dass fließende Cyanobakterien eben dafür mitverantwortlich sind, weil sie Cyanobakterien Vorteile gebracht haben, die geholfen haben, sich mehr zu verbreiten und dadurch mehr Sauerstoff zu produzieren. Im Moment schaue ich mir jetzt Gene von Cyanobakterien an, von vielzelligen Cyanobakterien, weil ich herausfinden möchte, wie sah so das erste vielzellige Cyanobakterium aus, was für Gene waren wahrscheinlich vorhanden, können diese Gene irgendeinen Vorteil auch haben. Zusätzlich schaue ich mir auch Fossilien an mit neuen Methoden. Wir scannen die in 3D und schauen uns ganz Bakterienmatten an, die eben fossilisiert wurden und erhalten sind. Also ich spinne mal kurz vor, um zu zeigen. So schaut es aus, dass hier zum Beispiel so eine Bakterie im Stein, wo wir Einzeller und Vielzeller haben und hier verschiedene Formen. Da versuche ich eben jetzt neue, ob wir auch etwas lesen können, ob wir sagen können, dass es Cyanobakterien waren oder nicht, nur an der Hand, von was für Organismen wir in dieser Matte finden. Das sind Projekte, die im Moment weitergehen. Damit möchte ich aber natürlich allen Menschen danken, die da mitgearbeitet haben. Das waren, ich habe einen Teil davon, ich habe meine Doktorarbeit hier in Zürich gemacht, mit Thomas Barberi. Und aber natürlich möchte ich auch anderen Menschen danken, die davon beteiligt waren. Viele waren in Zürich, Alexandra Antonelli war hier in Zürich, Julian war hier in Zürich. Und im Moment bin ich an der Universität Bristol mit Phil Donahue und David Wacy. Und natürlich möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, jetzt können wir nochmal Fragen stellen. Jetzt noch was hier. Danke. Jetzt nochmal dran. Jetzt nochmal irgendwas aufgeregt. Ja. Die Atemverschiebung des Bakterien, war das jetzt via genetische Mutationen, was zurückgefolgt hat? Oder ist ja, das, nee, die Altersbestimmung, das funktioniert, man schaut sich die, man baut einen Baum eben aufgrund der, mit der R-Substanz und dann geht man an bestimmte Knotenpunkte in diesen Baum und sagt, da haben wir ein Fossil. Das ist bei mich gezeigt hat, wie diese Akinete, das ist 2 Milliarden Jahre alt. Also wissen Sie, diese Stelle in dem Baum muss 2 Milliarden Jahre alt sein oder noch jünger. Und dann gibt es eben noch statistische Methoden, wo man sagt, es ist wahrscheinlich, dass sie so und so alt ist und unwahrscheinlich. Man kann es noch, gibt es ja noch verschiedene Methoden oder so. So irgendeine konstante Mutationsrate annehmen und so was würde ich denn? Es ist schwierig, weil. Nee, es ist schwierig, weil Mutationsraten sich auch verändern über die Zeit. Also man dachte ursprünglich, dass sie gleich bleiben, aber im Gegenteil, sie können in verschiedenen Gruppen, dann ist auf einmal die Mutationsrate höher als in einer anderen Gruppe. Und das kann sich eben auch in den Baum ändern. Ganz gute neue phylogenetische Methoden, um so Bäume zu rekonstruieren, verwenden eben auch ganz komplexe Evolutionsmodelle, wo sie annehmen, dass in jedem Ast kann eine andere Mutationsrate vorhanden sein. Stellen die Archaea zu den anderen Bakterien? Was war da zuerst da? Also es ist, das ist schwierig mit den Wurzeln und Probleme. Was man weiß, Archaea haben sehr viele Ähnlichkeiten mit Eukaryoten tatsächlich und werden jetzt eher rüber zu den Eukaryoten geschoben. Man glaubt, dass, also darum scheint es dann, als wären Bakterien vielleicht früher da gewesen, aber es ist eben schwierig, die Wurzel zu finden. Ich arbeite jetzt gerade mit einem Kollegen in Bristol an einem Projekt, wo wir das versuchen wollen, eben die Wurzel von Bakterien und Archaea zu finden, wo genau. Wir das einordnen. Ja, also es ist schwierig. Was die Eukaryoten wird ja angenommen, dass es eine Archaea war was, und dann eine Symbiose mit Cyanobakterien und Purpurbakterien, also dass wir diese Organellen, die in den Eukaryotenzellen drin waren, mit einer Membran, da wird eben vermutet, dass das früher mal Bakterien waren, die eine Symbiose mit einer Zelle eingegangen sind und dann eben die Fähigkeit verloren haben, alleine zu leben. Dinge, die man heute auch noch beobachten kann. Aktuell noch stattfinden in manchen kleinen Algen, wo
wo praktisch eine kleine Alge aufgenommen wird und dann bei der Zellteilung wird eine Zelle wieder, betreibt keine Photosynthese, sucht sich wieder eine neue Alge zur Zusammenarbeit und die andere Zelle behält die Alge. Die Alge selber kommt dann gar nicht mehr allein vor. Sonst noch Fragen? Sie untersuchen immer das gleiche Gen. Nein, das hätte ich sagen sollen. Nein, am Ende war das jetzt, ich hatte am Anfang nur ein Gen genommen, weil das ist eben für in ganz vielen, das Gen ist sehr in der Datenbank eben von vielen Arten da. Aber dieser kleinere Baum war mit 796 Genen. Also da habe ich praktisch die ganzen Genome gegeneinander verglichen und dann rausgesucht, wie viele Gene sind überall vorhanden und relativ konserviert. Also die kann man gut aneinander bauen und schauen, was für Änderungen gibt es dort. Das sind dann am Ende 796 gewesen. Aber es gibt auch andere Studien, die verwenden weniger Gene. Es ist aber fraglich, wie viele Gene braucht man letztendlich, um einen guten Baum zu bauen. Weil nämlich, wenn man jetzt nur ein Gen nimmt oder zwei, also dieses 16S-Gen, was ich dieses ribosomale Gen, ist sehr gut, weil es halt sehr konserviert ist. Aber andere Gene, die haben ja oft auch Selektionen, die passen sich, die verändern sich sehr stark in bestimmten Gruppen, weil dort zum Beispiel das Gen produziert ein Protein, was genau diese Gruppe braucht in ihrer Umwelt. Und dann ist dort Selektion in dem Gen und dann verändert sich das natürlich übermäßig stark und dann kann man das nicht mehr so genau in den Bauch einbauen. Also da muss man vorsichtig sein, weil es müssen Gene sein, die eben sich nicht zu doll verändert haben. Und bei Bakterien ist auch noch das Schlimme, Bakterien können Gene teilen zwischen Arten und das verändert dann den Baum natürlich auch drastisch. Das heißt, man braucht schön viele Gene, damit, falls eins mal ausgetauscht wurde, dass das nicht so ins Gewicht fällt. Das kann ja auch durch Endosymbiose passieren wahrscheinlich, dass dann ein Teil des Genoms aus einer Bakterie kommt. Also nicht nur über das verschiedene Wege, oder? Naja, du machst das mit Plasmiden, dass die über Plasmide übertragen werden eben rüber. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch andere mögliche. Viren sind auch ein Problem, dass die Gene eben weiter verbreiten. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist etwas Besonderes an der Wurzel des Baumes des Lebens, dass das nicht so geht, sondern auch so ein bisschen sicher. So ja, das ist nicht nur in der Wurzel, sondern man nimmt an, dass eben Gene, verschiedene Gene ganz oft zwischen Gruppen hin und her gesprungen sind, teilweise sogar zwischen Bakterien und Eukaryoten. Wie stark ist allerdings fraglich und wird sehr diskutiert, weil ob es so oft vorkommt. Das war diese Idee mit dem Netz, ein Netz des Lebens statt ein Baum des Lebens. Aber die Wissenschaftler, die das gemacht haben, das war auch sehr theoretisch und sie haben dieses Netz noch nicht gefunden. Aber es gibt definitiv Hinweise, dass manche Gene das machen können, dass es passieren kann. Darum ist es immer wichtig, dass man genau sich das anschaut, mit was für Genen baue ich diesen Baum. Was ist jetzt das älteste organische Material, das Sie mit Genen wirklich untersuchen können? Das älteste organische Material, also das, was ich mache, ist ja wirklich nur, dass ich nur moderne Sachen anschaue und dann das zurückfolge. Aber so Gene, das geht nicht so weit, ich glaube 4000 Jahre. Also das geht nicht so weit zurück. Für Bakterien wäre es nicht so viel. Also Proteine, ein paar Millionen, auf jeden Fall, das wird jetzt gemacht, aber DNA... Millionen, ja, das kann sein, ja. Es gibt anderes organisches Material, sind Lipide, die halten sich sehr lange, aber die haben eben wenig Informationen, haben Informationen über den Organismus, aber man kann sie nicht für den Baum jetzt nehmen. Aber da Lipide gibt es in Eukaryoten bis 1,6 Milliarden Jahre, kann man... Es gab Hinweise von Leuten, die dachten, die hätten Lipide untersucht, von 2,7 Milliarden Jahren und haben gemeint, das wären Cyanobakterien, Copanoide waren das. Aber es hat sich herausgestellt, das war verunreinigtes das Material, die waren viel jünger, also die waren erst 1,8 Milliarden Jahre oder so. Also keine Copanoide aus dem Aquarium. Du hast sie nicht extra erwähnt, aber zum Beispiel damit ja in der Geologie auch häufig diese Bändereisenerze, die in Protozoikum aufgetreten sind, als Hinweis, um solche Sauerstofflevels in der Atmosphäre abzuschätzen, weil diese Bändereisenerze vielfach dann abgelagert werden ohne. Die sind aber mehr im Wasser. Die sind im Wasser, genau. Aber du hast eben gesagt, eine hohe Konzentration von Eisen kann diese Ausprägung oder die Bildung von Cyanobakterien unterbinden.
findet man in diesen Banded Eye Informations, in diesen Bändereisenerzen auch Hinweise auf zum Beispiel Stromatolithen, dass also Algen, Macken auch bei der Bildung von solchen Bändereisenerzen mit. Also es gibt Bändereisenerzen mit Stromatolithen, Gunflinture ist eben so, wo man weiß, dass da diese, dass man eben Bändereisenerz hat und dann eben aber auch Stromatolithen dort und auch Organismen. Aber da, also ich kenne jetzt in dem Fall Gunflinture, das ist in Kanada, 2 Milliarden Jahre alt. Da wird dann aber, da sind sich die Leute nicht sicher, waren das jetzt tatsächlich die Bakterien, die den Sauerstoff produziert haben, das wird eben auch noch diskutiert. Da versuche ich eben auch jetzt mit 3D-Rekonstruktionen herauszufinden, sind da Cyanobakterien drin, waren die dort verantwortlich für diesen Sauerstoff, der dort auch abgelagert wurde in den Gesteinen. Ja. Ist das immer so, dass in den Matten auf den Stromatolithen viele Taxa drin sind, oder ist es in der Regel nur ein Taxa? Nein, es sind viele eigentlich. Das heißt immer so? Ja. Und oft hast du auch Eukaryoten mit drin. Oben sind oft die modernen jetzt. Das ist auch ein Problem. Die Stromatolithen, die wir heute sehen, haben natürlich die Mattenzusammensetzung, kann ganz anders sein oder ist wahrscheinlich auch ganz anders als die, die wir im Archaikum sehen, die in diesen Matten. Weil heute haben wir da auch Eukaryoten drin, die oben leben, Diatome und so. Und ja, sowieso, die Bedingungen sind ganz andere, die Temperaturen sind anders, das Wasser ist anders als in der Archaikum-Zusammensetzung. Also, Dinge, die man dann noch mit einberechnen muss. Noch weitere Fragen? Ach, okay. Hatten Sie jetzt erklärt, oder waren Sie jetzt zu erklären, warum diese Sauerstoffkatastrophe so spät kam? Also es wahrscheinlich könnte es sein, dass einfach, dass die Sauerstoffkatastrophe so spät kam, dass diese drei Dinge zusammengewirkt haben. Dass zum einen hat der Sauerstoff, der produziert wurde, erstmal mit den Gasen reagiert von den Vulkanen. Zum zweiten war zu viel Eisen noch im Ozean gelöst, das verhindert hat, dass Cyanobakterien wachsen. Zum dritten könnte es sein, dass es nur einzelne Cyanobakterien waren, die eben nicht so erfolgreich waren, die nicht so gut machen formen können, die nicht so beweglich sind, die einfach vielleicht gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt haben am Anfang, sondern nur vereinzelt vorkamen. Und erst als wir dann diese Vielzelligkeit haben, dass sie dann auf einmal Vorteile haben, bessere Matten bauen können. Man muss auch bedenken, die Matten, wo Cyanobakterien drin sind, vielzellige, die Sauerstoff produzieren, also wo wir so viel Energie gewinnen durch Photosynthese. Diese Matten sind natürlich, die haben viel mehr Energie und die anderen Organismen profitieren davon ja auch. Also es ist ja eine Gemeinschaft, die auch Sachen austauscht. Wahrscheinlich könnten diese Matten einfach viel erfolgreicher gewesen sein. Das heißt, das quantitativ auswerten, das geht noch nicht, dass man dann quasi abschätzen könnte, wie lange das dann wirklich in 100 Millionen Jahren dauert, um dann zu schauen, dass es passt mit dem, wann es tatsächlich. Man könnte es modellieren. Ich habe ein paar Ideen, wo ich mit jemandem in Bristol zusammen eben ein paar so Modelle bauen wollte, Klimamodelle, um zu schauen, wie lange würde sowas dauern, wie viel Biomasse brauchen wir, um überhaupt so viel Sauerstoff zu produzieren. Das ist so katastrophal, bei dieser Sauerstoffproduktion. Die Sauerstoffproduktion damals war nicht sehr hoch, also es war relativ wenig Sauerstoff im Proteinzuikum, aber es war für, jetzt wenn Sauerstoff giftig ist, hat es schon Auswirkungen auf bestimmte Organismen. Also es kann schädlich sein mit der Leben. Und Sauerstoff ist nicht tödlich? Für viele Organismen ist es tödlich. Also für anaerobe Bakterien, weil Sauerstoff eben reagiert schnell und formt dann Hydrogenperoxidasen. Die greifen die DNA an. Sauerstoff reagiert eben gerne. Und wenn so Sauerstoff in eine Zelle kommt und die Zelle kann sich nicht schützen, dann kann der Sauerstoff eben Oxidantien formen und dann die DNA angreifen. Also die Erbsubstanz. Und heutzutage, die meisten Organismen haben aber Enzyme, die sich darum kümmern und die das verhindern. Aber damals waren solche Enzyme ja gar nicht nötig. Und viele anaerobe Bakterien heute haben diese Enzyme auch nicht. Also für die ist Sauerstoff immer noch giftig. Warum haben sich denn diese Enzyme nicht entwickelt durch die Evolution? Machen sie ja. Bei den meisten heute haben wir. Den ist zu schnell giftig. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass da wirklich viele ausgestorben sind in der Sauerstoffkatastrophe. Das ist nur eine Hypothese. Man vermutet, es könnte einen großen Effekt gehabt haben. Hundertprozentig kann man es nicht sagen. Ja, vielleicht eine letzte Frage. Ja. Sind denn Cyanobakterien immer entweder einzellig oder vielzellig? Oder ist es auch ein bisschen plastisch? Gibt es da vielleicht mal Generationswechsel, dass eigentlich dieselbe Algen oder Cyanobakterien? Also es ist eben, es gibt manche einzelne Cyanobakterien, können in bestimmten Umweltbedingungen so Ketten formen in mehreren Zellen.
aber die zerfallen dann wieder. Also es ist kein konstant vielzelliger Organismus. Wohingegen die anderen doch, dass die sind einfach vielzellig, die wachsen als Welt und bleiben, also bleiben aneinander gehaftet. Und so ein Lebenszyklus, es gibt eine Art Lebenszyklus, aber wirklich mit Einzelnen außer den Archimeden, die jetzt diese Sporenformen des Großen, nicht, nein, sie sind meistens vielzellig. Und auch die Archimeden, wenn die dann wieder aufplatzen, kommen auch keine Flamenken raus schon. Also es ist hier eben große Welt. Für wie viel Prozent sind die Cyanobakterien an Sauerstoff zuständig? Oder verantwortlich? Heute, wir haben ja, bei heute haben wir eben auch Pflanzen, aber sie sind immer noch, das kann man oft an der Carbonfixierung messen, also wie viel Kohlenstoff wird fixiert durch Cyanobakterien, und da haben sie immer noch einen großen Anteil. Wie viel genau, kann ich nicht sagen, aber es ist mehr, als man meinen würde. Vor allem marine Cyanobakterien, weil dort haben wir einen großen Anteil an kleinen Phytoplankton in den Ozeanen, das sind Synchrotrophs und Prototrophs, sind Einzeller. Aber die fixieren sehr viel Carbon in Regionen, wo Algen nicht so verantwortlich sind. Also kommt eben sehr, sehr mehr vor. Aber kann ich keine Zahlen sagen. Es tut mir leid. Okay, vielen Dank. Vielen Dank nochmal, Bettina, für die Zeit. Danke.